Es ist vielleicht eins der besten Spieler an diesem Abend. Vielleicht. Zumindest was die Namen angeht. Haben wir jetzt hier auf Metropolis auf der 6 Uhr Position von Team Prime Marine King. Und IM schickt hier einen seiner Top-Spieler ins Rennen. Schickt jetzt hier oben auf 12 Uhr Luzira. Damit haben wir das TVZ, auf das sich sicherlich viele gefreut haben. Wer kann sich hier durchsetzen? Also von der Besetzung her könnte das auf jeden Fall auch ein GSL-Finale sein. Aber es kann jetzt nur einen geben. Macht Marine King das 5:2 für sein Team? Oder schafft Luzira den Anschluss? Interessant ist jetzt die Frage, ob wir Gas sehen bei Marine King. Oder eben nicht. Es ist eine große Map. Einer der ganz neuen Maps. Wird gerne gespielt in der KSL. Haben wir schon häufiger gesehen. Besonderheit ist hier natürlich diese Air-Expansion ohne irgendwelche Zufahrtswege mit dem Creep obendrauf. Der von allen drei Rassen muss der Creep-Tumor vernichtet werden. Allerdings kann Zerg dann instant die Äxte setzen, weil die können ja auf Creep-Gebäude bauen. Können die anderen Rassen nicht. Sehen hier tatsächlich kein Gas, also One Barracks No Gas Echse von Marine King. Hedge First natürlich von Luzira, der sich das Gas dann nimmt, dann den Pool. Ja, muss auf der Hut sein. Gas-Deal kommt. Ist natürlich ärgerlich, da man häufig hier nach der No-Gas-Echse dann direkt zweimal Gas nimmt, weil man dann hochtacken möchte. Von daher natürlich gar nicht mal so dumm hier von Luzira, der ist immer wieder cancelt. Na, schauen wir uns mal die APM an. Noch relativ moderat für die beiden. Aber nun gut, viel ist ja noch nicht auf dem Feld, was man da wirklich kontrollieren könnte oder müsste. Ah, wieder kurz vor knapp hier gecancelt. Sehen jetzt direkt das nächste Command Center vom Ranking. Interessante BO auf jeden Fall. Meistens sieht man eigentlich dann eher die Factory noch, aber das fällt halt eben aus, weil wegen Gas fehlt. Die Drohne, oh, schön kommt hier nochmal um die Ecke. Na, weiß hier bei 3-4 Marines ist es vorbei und letztendlich stoppt diese eine SUV dann die Pläne dieser kleinen Drohne da vielleicht doch nochmal zu entkommen. Jetzt die Factory. Die BO also ein klein bisschen durcheinander gewürfelt. Außer Spur wird sie ihn sicherlich nicht bringen. Metabolic Boost jetzt. Muss ich natürlich auch Luzira überlegen, okay, was willst du tun? Nochmal mit der Drohne einiges gesehen. Ja, weiß von der Expansion hier. Weiß aber nicht von der Expansion da. Also es könnte halt genauso gut die erste Expansion sein, wenn auch natürlich unwahrscheinlich. Tarn geblockt hier auf... Ah, da ist der Overlord gerade fertig geworden. Nicht mehr geblockt. Switch jetzt, da kommen die Hellions dann. Auch natürlich verspätet durch diesen Gas-Deal. Was Luzira dazu verleitet, die dritte Basis zu nehmen. Geht hierher, macht einfach einen doppelten Wall. Das ist natürlich ein Stück weit sicherer, sollte ein Bust kommen. Luzira ist auch jemand, der gerne mal mit vielen, vielen Banelingen spielt. Das wissen wir spätestens seit der MLG. Marine King mit der Double eBay und damit ist natürlich auch klar, er bleibt hier erstmal auf seinen Marines, sich da die Upgrades verholen. Roach Run von Luzira. Jetzt die ersten paar Hellions. Aber auch die spielt er gerne. Wer die IPL gesehen hat, da hat er White Rod ziemlich gepawnt mit. Mit Triple Reactor Hellions, Marine King. Weil vielleicht kann Luzira ihn ja jetzt stoppen. Siege Mode kommt.
Ah, Creep ist schon weit voran. Also er war natürlich in der Zeit nicht untätig. Keine Chance, den da irgendwie zurückzudrängen. Begnügt sich stattdessen mit den beiden Watchtowern, bis sie die Map-Control halten. Zur Sicherheit holt sich da Lucio ein paar Roaches. Man weiß ja nie, was da kommt. Und nochmal auf der anderen Seite eine 13er Drohnenrunde. Also auf 60, 70 willst du hoch, wenn du hier drei Basen hast. Muss auf der anderen Seite natürlich auch nochmal die Rocks beseitigen. Sehr schön kommt er hier an die Hellions ran. Da hat Marine King ein bisschen gepennt. Na, wenn er die hier beseitigt, dann sind die Laufwege natürlich kürzer. So ist es nicht ganz so einfach zu verteidigen. Aber er muss hier erstmal stehen aufgrund der Aliens. Baning Nest Luzira. Na, Starport für Marine King. Momentan halt leicht vorne im Supply, klar. Kann Marine King das hier mit diesem dritten Orbital ganz gut kompensieren. Ein paar mehr Mules callen. Will aber über kurz oder lang sein Orbital auch platziert haben. Ja, sehr schön gefällt mir auch dieses Building Positioning hier überall. Was es dann Baling nochmal besonders schwierig machen soll. Stehen dann wie Tanks drin. Weil ich hier diese Macro-Hedge ja interessant finde, wiederum auf Seiten von Luzira. Hier ist ja auch nicht mehr so viel Platz, aber nichtsdestotrotz. Holt sich jetzt nach 10 Minuten den Leertech 1-1er Upgrades. Kommen dazu nochmal die Investoren, ist die Frage. Ja, dass die doppelten Upgrades nicht immer Investoren bedeuten, das haben wir heute schon gesehen. Ist aber häufig ein Indiz dazu. Man sieht, dass die Expansion jetzt platziert wird. Also unglaublich, wie beide hier versuchen, möglichst viele Informationen über Scouting zu holen. Jetzt hier mit den Hellions ein bisschen geschlafen. Vielleicht ist Marine King ja einer, der früher ins Bett geht. Map Control jetzt auf Seiten des Zerg-Spielers. Und der Creep wird weiter natürlich vorangetrieben. Aber in der Tat, er holt es hier. Das Infestation Pit, Baning Speed und Borrow. Sehr populär, dieser Ling Infestor Playstyle. Schade, dass die beiden nur eine Series gegeneinander spielen, obwohl wir hier ein Best of 11 haben. Marine King holt schon 2-2. Ich auch sein Upgrade für die Tanks. Ja, der Respekt voreinander ist natürlich groß. Also da spielt Marine King ungewohnt defensiv. Normalerweise ist er ja jemand, der sehr aggressiv zu Werke geht. Und auch nur ein Luzira kommt da gerne mal mit Run-Bys. Aber man will hier einen Fehler natürlich vermeiden. Zum einen will Luzira jetzt den Abstand verkürzen auf 4-3. Auf der anderen Seite, Marine King will seiner Rolle als bester Terraner gerecht werden. Die Linge sind da, haben natürlich sehr wohl mitbekommen, dass der Overlord jetzt fehlt. Die haben da was gegen, verständlicherweise. Na, schaut euch das mal an, diese vielen, vielen roten Punkte. Überall auf der Karte ist er. Natürlich so ein Overlord Speed Upgrade vielleicht nicht ganz verkehrt. Was ist das denn hier? Warum droppt er denn da die Marines rein, bitte? Schleichen sich jetzt schon die kleinen Fehler ein. Hive Tech Luzira. Wären natürlich in späteren Spielverlauf oder beziehungsweise in naher Zukunft Rootlords nicht so verkehrt. Da haben wir den ersten Runby von Luzira. Ein Bunker steht hier, aber der reicht nicht. Rein geht's in die SCVs. Aber zu wenige, um hier ernsthaft Schaden zu machen. Oder kommen sie? Luzira mit seinen geliebten Banelingen. So, da soll noch mal einer kommen. Wir haben es angesprochen. Er macht es gerne, Runbys. Er spielt gerne Banes.
Marine King Push raus. 200 hat er schon jetzt. Graham Glances soll folgen. Wie geht das gut? 96 Drohnen hat Luzira. Damit ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Fehlt vielleicht gleich ein bisschen Army. Aber wenn die Banelinge und wenn die Fungals gut sitzen in dieser Marine Heavy Army. Aber wir sehen schon, Marines werden hier im Vorfeld sehr, sehr gut gesplittet. Und jetzt geht es drauf mit dem ganzen Banelinge von Luzira. Will er hier nochmal komplett abräumen und weit gespreadet. Bekommen die Tanks da einiges an Schaden rausgedrückt. Und hier stehen noch weitere. Luzira weiter auf dem Vormarsch. Und wieder die Mains. Gräbt er jetzt den Versor ein. Kriegt die komplette Army hier von Marine King geklärt. Und das war super, super wichtig für ihn. Weiter geht's. 95 Drohnen, super Income. Damit kann man sich sowas natürlich nochmal erlauben. Und er stand schon so gut gespreadet eigentlich, Marine King. Aber es reicht hier nicht, wenn sich da Luzira in Bewegung setzt mit Infester bei ihm. Dann guckst du halt erstmal aus der Röhre. Ultralist Kevin. Plus halt die 3-3 Upgrades. Ja, Marine King, wir sehen, der stellt schon auf Marauder rum, auf Concussive. Marauder nicht so anfällig gegen Banes. Super Waffe gegen die Ulis. Ja, entschieden ist da noch gar nichts. Jetzt geht's doch mal mit den Lingen zu. Hat hier die Medivacs, muss einladen, die Mainlinge! Die Mainlinge! Surrounded hier komplett alles, die Investoren kommen. Nochmal geliftet jetzt. Borrowt sich da ein. Wo ist hier Marine King mit seiner Armee? Rückt aus, hat da die Tore mit dabei. Und jetzt kommt er hier auf die Investoren. Der Fangel ist gesetzt. Die Medivacs. Wo sind die Medivacs? Kriegt hier nicht so viele Investoren, wie er gerne hätte. 101 Drohne. Alter, was geht da denn ab? Sind wir hier bei Transformers? Nennt er sich demnächst Optimus Prime? Chitinius Plating kommt ebenfalls. Was ein geiles Spiel das Ganze jetzt schon ist. Beide Spieler auf 200 Supply. Beide Spieler mit gutem Income. Nur dass der Zerg dafür jede Menge Drohnen braucht. 101 Drohne. Und trotzdem. Und trotzdem hier die Terranische Armee bekommen. So, jetzt geht's doch mal drauf. Schön der Funnel. Und super die Position hier für den Zerg-Spieler. Kaum Möglichkeit, sich da zu entfalten für den Turn. Nochmal der Fangel, räumt er jetzt die Tore aus dem Weg. Aber Marine King steht da weiterhin seinem Mann. Luzira holt einiges an Reinforcement natürlich. Schönes Sprite hier, Marine King. Und die Tanks, sie feuern noch. Werden vom Fangel da nicht ganz erfasst. Load in ist da. Und tschüss. Und tschüss. Schaut euch mal, wie knapp die Fights jeweils mal ausgehen. Und es wurden bisher kaum Worker gekillt. Das war halt immer... Ja, wenn Metall auf Linge scheppert, dann hört sich das genauso an wie bei den beiden. Luzira schon wieder auf 200 Supply. Viel Mineralien hat er nicht auf dem Konto. Aber er hat momentan eine starke Phase. Kann er hier vielleicht nochmal expandieren? Ranking seine Exe nämlich gerade erschlossen. Kommt nicht ganz so schnell wieder hoch, wie Luzira das momentan tut. Haben mittlerweile nur noch 99 Drohnen, aber... Was soll's? Und wieder die ganzen Banes. Was soll man dagegen denn bitte schon spielen? Ja, Max-Style vielleicht. Addet ja auch schon die Tore. Und jetzt wieder voran. Haben wir hier nochmal... Da soll der Drop kommen mit dem Rodern. Bisschen Tech wegballern vielleicht. Spire von Luzira. Steht er hier an Teportas. Tanks nicht gesieged. Stim wird gezündet. Jetzt sieht schon die Tanks. Aber da geht es mit dem Bailing rein. Und er kriegt hier die ganzen SCVs. Während es hier gegen die Army geht von Marine King. Und er kriegt hier richtig, richtig auf die Fresse jetzt. Da muss er hier nochmal nachschicken. Luzira weiterhin auf 180 Supply, während Marine King auf 100 gedroppt ist. Weiter auf dem Vormarsch. Die Linge kommen nach. Und da steht noch so ein Ungeheuer. Auf 33 SCVs runter.
auf 33, hier steht der Job und weiß nicht, was er machen soll. 98 zu 32 im Worker-Count. Da gab es mal eben in dieser einen Attacke 40. 40 von den kleinen Schlawinern. Und in dem Moment, Marie King vielleicht geschockt jetzt. Wie konnte das passieren? Da kommen noch so viele Baneling nach. Und es ist unglaublich, Lurzeras Baneling Play. Es ist so unique. Wir haben es zu Beginn der Partie angesprochen, wie geil der Typ hier einfach mal mit Baneling spielt. Und wir sehen es immer wieder. Greater Spire kommt und fast nicht zu sehen auf dieser Minimap hier. In Blau auf... Er geht hier unter in diesem roten Meer. Greater Spire unterwegs. Damit hat er nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Sehr schön auch noch den Baneling. Ne, Basis kann nicht gesetzt werden. Das wäre eigentlich so unglaublich wichtig, diese Basis zu platzieren. 3-3 Upgrades für den Terran. Aber Lozira, so langsam spart er sich auch so ein bisschen Geld auf seinem Festgeldkonto ab. Na, wozu vielleicht nochmal expandieren? Ich meine, das Spiel, das hat er. Da droppen, das wäre jetzt Amok. Ganze knicken. Der Ground Death Ball des Koreaners hier. Macht ein unglaublich starkes Spiel. Weit gespreadet hier im Ranking. Reicht das da, was er an Army hat? Jetzt geht's aber rein mit dem Mailing in die Marauder. Von den Seiten. Holzen raus, was geht. Genauso wie die Tanks, aber da sind noch weitere Mailing hier von Lozira. Und sie gehen rein hier. Wieder in die SCVs. Die Marauder halten hier die Stellung. Er muss sich zurückziehen. Ganz so leicht geht's da nicht. Aber nur noch 17. 17 Arbeiter sind übrig. Zurück auf den rettenden Creep. Und da traut sich der Terran natürlich nicht drauf. Lozira wieder auf doppelten Supply. Jetzt auf 200 Supply. Da haben es hier sogar noch mal ein paar Banige weiter durchgeschafft. Ein unglaublich starkes Spiel des Zirk-Spielers. 96 zu 9. Das Zehnfache an Workern. Quasi null Income für Marine King. Und er hat so viel Supply in Medivacs mit dabei. Er muss raus jetzt. Er muss irgendwas machen. Das ist hier die letzte verzweifelte Attacke. Scans hat er noch durch seine Orbitals. Na, da werden halt mal ein paar Tumore stehen gelassen. Es ist scheißegal. Er hat jetzt den roten Wutvorhang auf sich. Und da kommen die Bailinge von Lozira wieder da rein in die Army. Die Tanks nicht gesiegt. Er räumt hier auf. Und das muss es sein. Das ist es. GG! Er verkürzt auf 4 zu 3.